im Hansa-Block, dass die Dresdner bis hierher eine vorbildliche Stimmung. Die Polizei, Tom Scheuermann hat das erwähnt, hat in der Stadt bis hierher alles im Griff. Hoffentlich bleibt es so. Hoffentlich wird es hier ein Fußballfest zwischen dem FC Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Beide benötigen die Punkte dringend. Dynamo Dresden, das ist ungewohnt. Ganz in Weinrot. Die Farbe, die taucht ja auch im Dynamo-Logo auf. Dresden, Tabellenelfter, 28 Punkte. Bielefeld und Cottbus haben gestern gewonnen. Will Dynamo dranbleiben, dann sollten sie endlich wieder mal einen Dreier einfahren. Der FC Hansa, 17. in der Tabelle. Erst 17 Punkte und das ist die angesprochene Choreografie des FC Hansa Rostock. Die Ultras, sie sitzen hier nur wenige Meter von den Dynamo-Fans entfernt. Bisher allerdings konzentrieren sie sich auf die eigene Unterstützung der Mannschaft. Weidlich mit diesem Ball nach vorn geschlagen. Der Innenverteidiger des FC Hansa, der gemeinsam spielt mit Steven Ruprecht. Das ist Ziemer, ein bulliger Typ, hat vielleicht sogar ein paar Kilo zu viel, aber ist enorm torgefährlich in dieser Saison. 9-mal geknipst. Kreuzer. Dynamo Dresden übernimmt sofort die Initiative. Eilers auf der rechten Seite mit Kreuzer unterwegs. Das geht hintenrum über Müller, der zuletzt so eindrucksvoll auch die Manndecker-Position ausfüllte. So universell einsetzbar. Yannick Müller deshalb heute gemeinsam mit dem Mann, der hier das Kopfballduell gewinnt, allerdings nur auf Kosten eines Freistößes gemeinsam mit Hefele. Schiedsrichter Daniel Siebert. Und der Mann soll treffen für den FC Hansa. Erste Mal kommt Dresden durch. In der Mitte Fetsch. Bekommt den Ball nicht. Zweiter Versuch. Eilers mit dem Kopf. Zwei Tore hat er so schon erzielt. Auch zuletzt. Aber stärker ist er natürlich am Boden. Das ist der neue Mann des FC Hansa. Der mit den langen Haaren und der Nummer 35. Stefanovic. Seit er hier ist von Werder Bremen gekommen, hat die Mannschaft alte Stabilität wieder gewonnen. Es wird auch ein Kampfspiel werden. Das zeigt dieser Einsatz von Sascha Schünemann. Stefan Böger hat hier Geschichte geschrieben. Der Dresdner Trainer, als er im Mai 1992 den FC Hansa zum 2:1 schoss gegen die Frankfurter Eintracht, damit die Meisterschaft der Frankfurter verhinderte und hinterher am Mikrofon von den ZDF-Kollegen damals Töpperwien erfuhr mit der Frage, sie sind abgestiegen und haben hier die Meisterschaft der Frankfurter verhindert. Achtung, das ist die Möglichkeit für Dynamo. Stefaniak findet Fetsch nicht. David Blacher ist vorbeimarschiert an diesem Ball. Die Defensive, eben nicht die Spezialität von Blacher, springt unter dem Ball durch. Gute Möglichkeit für Marvin Stefaniak. Ja, der FC Hansa damals in dieser Saison Absteiger in diesem letzten Spiel. Hochemotional war es. Stefan Böger also dabei. Jetzt kommt er zurück als Dresdner Trainer. Das Zimmer. Schön durchgesteckt, Ziemer. Wunderbare Vorarbeit von Ziemer auf Christian Bickel.
gebürtiger Thüringer. Er schießt in den Block der eigenen Ultras. Christian Wickel in dieser Saison schon mit 3 Toren. Herrlich gemacht von Siemer. Und dann Wickel mit seinem rechten Fuß. Das ist sein starker. Alle 3 Saisontore hat er so erzielt. Hefele. Mit Ruhe im Aufbau Dynamo Dresden. Janik Müller, Defensivspezialist und trotzdem gutes Auge. Der kann den öffnenden Ball spielen. Moll. Die Idee war gerade gut. Das ist das klassische System, was wir von Dynamo Dresden bis hierher sehen. Versuchen zum Strafraum zu kommen und dann schnell über die Außen. Wechseln häufig die Seiten. Müller. Genau diese Bälle. Es gibt nicht viele Verteidiger, die die so spielen. Kein Foul. An Stefaniak. Siemer. Er gewinnt fast jedes Kopfballduell. Marcel Siemer. Auch das hier gegen Hefele. Das wird spannend, das Duell dieser beiden. Es ist kalt um den Gefrierpunkt in Rostock, aber die Sonne scheint ins Stadion. Peter Vollmann, 57 Jahre alt, Trainer des FC Hansa, Aufstiegsheld hier, führte den Verein von der dritten in die zweite Liga und ist jetzt zurückgeholt worden. Peter Vollmann, man setzt große Hoffnungen auf ihn. In Rostock und mit der Verpflichtung von Alexander Stefanovic, dem 22-Jährigen aus Bremen, ist dem FC Hansa nach vielen negativen Schlagzeilen in der letzten Zeit mal wieder etwas Positives gelungen. Und dieser eine Mann gibt dem FC Hansa eine ganz neue Stabilität zu bemerken, unter anderem auch bei diesem beeindruckenden 4:1 hier gegen den VfB Stuttgart 2. Es war das letzte Heimspiel. Da ist er, Stefanovic. Muss natürlich ein Foul geben. Freistoß für Dynamo nach dieser Attacke von Max Christiansen an Quirin Moll. Sehr robust. Der Mittelfeldspieler des FC Hansa. Eilers, den erwischt er noch. Eilers in der Mitte, Fetsch. Muss warten. Justin Eilers. Ecke Dynamo Dresden. Dennis Weidlich. Der hat auch schon beim FC Rot-Weiß Erfurt gespielt. Der Mann, dessen Vorfahren aus Ghana stammen. Als Innenverteidiger gut zu gebrauchen. In Erfurt rannte er noch die rechte Seite rauf und runter. Stefaniak. Natürlich mit Pfiffen bedacht. Hefele rutscht weg. Zweiter Anlauf. Stefaniak. Gegen Stefanovic. Kein Foul. Dürholz. Dürholz. Saisonbeginn so stark.
hat ein bisschen abgebaut zuletzt, muss seine Form wiederfinden, aber das gilt für einige Dresdner. Ruprecht mit dem langen Ball auf Stefanovic, der Mann mit den halblangen Haaren. Sehr, sehr robust. Siebert belässt es bei einer Ermahnung für Robin Krause. Hätte auch gelb geben können. Von hinten hineingeschlittert in die Beine. Also tut mir leid, das ist gelb. Mannschaft. Der Exzellenzer lebt von seiner Körperlichkeit, von seinem Willen, von seinem Einsatz. Aber Stefan Böger sieht ihn offensichtlich bei 100%. Sonst hätte er ihn nicht gebracht heute anstelle von Christian Fjell. Jakobs mit dem langen Ball, kein gutes Aufbauspiel. Robin Krause. Der einzige Sechser und Ziemer, der ist wuchtig und dennoch schnell. Das ist zu einfach. Stefanovic, Blacher läuft, bekommt den Ball. David Blacher in der Mitte, Ziemer. Zu spät gespielt von David Blacher. Letzte Saison 10 Tore für den FC Hansa. In dieser Saison ist er noch richtig, richtig drin. Das zeigt auch diese Szene. Bringt er den Ball eher, ist Ziemer in der Mitte völlig frei. Von der Entwicklung her die bisher beste Szene in diesem Spiel. Blacher auf Ziemer, das war gefährlich. Achtmal nur hatte es dieses Spiel gegeben zwischen Hansa Rostock heute in Blau und Dynamo Dresden in Weinrot im gesamtdeutschen Fußball. Zuletzt hieß es hier 2:2 im Dezember 2011, damals noch in der zweiten Liga. Keiner mehr ist heute dabei. Justin Eilers natürlich auch nicht, kam aus Wolfsburg vor Saisonbeginn zu Dynamo Dresden und ist sicherlich die beste Neuverpflichtung von Ralf Minge und Stefan Böger. Kreuzer, der kann weit. Auf Fetsch. Nochmal Fetsch. Ein Tor erst in dieser Saison. Matthias Fetsch, der 26-Jährige, geboren in Malsch, ein Baden-Württemberger, südlich von Karlsruhe, liegt diese Gemeinde, hat zweite Bundesliga gespielt. Für 60 Braunschweig und Cottbus. Viele dieser Möglichkeiten wird er nicht bekommen.
der Mann, der heute Silvano Comvalius ersetzt, den Niederländer, der zuletzt aus Sicht von Stefan Böger offensichtlich zu wenige Akzente im Sturm setzen konnte. Dürholz mit zu hohem Bein. Krause. Weidlich. Brinkis. Lacher in der Defensive. Das ist nicht unbedingt seine Stärke. Entschuldigung, Jakobs natürlich. Jetzt Eilers. Der versucht immer was. Justin Eilers. Moll. Sorgic und Hartmann. Ball springt hin und her, das sehen Sie. Möglicherweise auch die Eindrücke auf diesem Boden. Der Platz natürlich bearbeitet in den letzten Wochen. In Rostock hat der Greenkeeper immer besonders viel zu tun. Und dieser Einsatz gegen Steven Ruprecht von Matthias Fetsch mit dem linken Arm, der war natürlich zu aggressiv. Und das ist die größte Chance dieses Spiels. Hier kann Blacher direkt spielen, tut es nicht. Und dann ist der Weg zugestellt von Hefele. Der bekommt den Ball nicht mehr in die Mitte zum neuen Toremann zu Sima. Mit dem Kopfball nach vorn. Comvalius war der Zielspieler von Stefan Böger. Diese Rolle nimmt jetzt Matthias Fetsch ein, der die Bälle, die nach vorn gespielt werden, verteilen soll oder erstmal auch verteidigen, um sie dann auf die Seite abzulegen. Stefanovic geht rauf, Kreuzer, Eilers, nicht schlecht gedacht von Justin Eilers, aber gut verteidigt von Schünemann, dem Rostocker Linksverteidiger. Jetzt Zima, Zima gegen Müller. Wenn es ein taktisches Foul war, dann muss Yannick Müller jetzt hier die gelbe Karte sehen. Aber Daniel Siebert bewertet das nochmal anders. War natürlich noch abgedeckt, Yannick Müller. Hefele, den können Sie sehen. Bisher sehr, sehr großzügig der Schiedsrichter Daniel Siebert. Aber wenn er bei dieser Linie bleibt, dann ist das auch in Ordnung. Stefanovic, Benjamin Kirsten. Hartmann. Normalerweise keiner fürs Aufbauspiel. Zeigt sich auch in dieser Szene. Fetsch. Ball verteidigen, jetzt gegen Ruprecht, den aus der Innenverteidigung herauslösen und dann schnell nach vorn spielen. Das war ganz, ganz knapp. War erstaunt, dass Julian Jakobs da nicht mitgegangen ist defensiv.
die Rostocker Fans natürlich lautstärker im Moment. 2400 Dresdner sind da. Justin Eilers und Johannes Brinkis, der ins Tor gerückt ist für Jörg Hanel, diese Ikone des FC Hansa Rostock. 9 Jahre ist Hanel hier schon aktiv beim FC Hansa, der ehemalige Auer. Hat eine gelb-rote Karte gesehen, eine dumme hier zu Hause. Und Brinkis hat das erste Auswärtsspiel dann gewonnen. Deshalb Hanel, der natürlich pari-pari steht mit Brinkis, nicht mehr im Tor. Vollmann hat sich dann entschieden, Johannes Brinkis, der seine ganze Karriere hier beim FC Hansa bestritten hat, im Tor zu belassen. Wird in der Winterpause ganz sicher neu verhandelt. Müller. Dürholz. Hefele. Da läuft Hartmann. Das ist ein guter Ball von Hefele. Dürholz. Eilers. Eilers gegen Schünemann. Setzt sich durch gegen Blacher. Bleibt hängen. David Blacher. Stefanovic. 2 gegen 5 war das. Und beinahe hätten die Rostocker sich durchgesetzt. Krause, Stefanovic. Blacher. Das ist ein bitterer Wechsel. Christian Bickel muss raus. Und Martin Pett kommt für den FC Hansa ins Spiel. Bickel 3 Tore in dieser Saison, hatte sich in einem Zweikampf an der Mittellinie verletzt. Der gebürtige Thüringer gegen Hefele. Und jetzt wird er ersetzt durch Martin Pett. Und natürlich ist die medizinische Abteilung sofort dran. An seinem linken Fuß ist er möglicherweise umgeknickt. Christian Bickel, das tut Peter Vollmann mal mit Sicherheit weh. Martin Pett, der ihn ersetzt. Ein gebürtiger Rostocker, hat fast seine gesamte Karriere hier bestritten, war unterwegs mal beim Goslarer SC. Aber er hat anders als Bickel noch kein einziges Tor erzielt für die erste Mannschaft des FC Hansa in Liga 3. Da ist Platz, da ist Kirsten. Christiansen, auch er. Noch ohne Tor für Rostock, Max Christiansen, eins der großen Talente des FC Hansa, 18 Jahre alt. Und das ist Dürholz und das ist die Schusschance für Hartmann nochmal. Gefährlich. Und das Tor für Dynamo Dresden durch Matthias Fetsch mit dem Kopf. Da haben sie zweimal nachgesetzt. Erst Hartmann und dann kommt der Ball über die Außenposition, über Dürholz und der flankt den Ball ja perfekt auf Matthias Fetsch. Dynamo Dresden führt 1:0 in Rostock. Der Matthias Fetsch hat erste Bundesliga gespielt beim FC Augsburg. Einmal war er auf dem Platz und jetzt
sein wichtigstes Tor für Dynamo Dresden. Natürlich dieses prestigeträchtige Tor. Klasse reagiert von Dürholz. Und Fetsch ist da. Hartmann, das war schon eine Rakete. Brinkis hält. Die zweite Chance eiskalt ausgenutzt. Dynamo Dresden führt 1:0 in Rostock. Matthias Fetsch, sein erstes Tor hat er erzielt in Halle. Auch dort ersetzte er Komvalius als Stürmer zum ersten Mal. Heute wieder und sofort hat es wieder geklappt. Also mit dem hat Stefan Böger ein gutes Händchen. Wenn er ihn ganz nach vorn setzt, dann trifft er auch Matthias Fetsch, der in dieser Saison ja auch oft im Mittelfeld gespielt hat. Für den FC Hansa ist dieser Rückstand ein bitterer Schlag. Erst recht, da Christian Bickel ja schon verletzt ausgewechselt werden musste. Die Mannschaft von Peter Vollmann hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel drehen können. Wenn es dabei bleibt, dann hat Dynamo Dresden zumindest mal einen Punkt sicher. Durch dieses Tor von Matthias Fetsch. Christian Bickel, diese Information erreicht uns vom Spielfeldrand von Tom Scheunemann. Hat sich am linken Fuß verletzt, das haben Sie ja schon gesehen, wurde dort jetzt getaped. Es handelt sich vermutlich um eine Bänderverletzung. Also keine schlimme, hoffentlich keine langwierige Verletzung für Christian Bickel. Dieses Duell habe ich Ihnen angekündigt. Hefele gegen Ziemer. Und da ist er offensichtlich mit dem Wangenknochen und dem Kopf zusammengerauscht. Das tut natürlich weh. Michael Hefele, der so hart ist, der gebürtige Pfaffenhofener, nördlich von München gelegen. Es war der Ellenbogen von Ziemer, nicht der Kopf. Auf diese Duelle gegen Marcel Ziemer wird er sich einstellen müssen. Zum zweiten Mal, selbst wenn es mit nicht ganz lauteren Mitteln passierte, war Ziemer im Kopfballduell der Sieger. Diese Stärke von Marcel Ziemer, sehr, sehr auffällig. Johannes Brinkis. Weidlich. Er muss jetzt das Spiel machen, das FC Hansa Rostock, das ist ganz klar. Jetzt geht alles über Alexander Stefanovic. Blacher. Auf Ziemer. Ziemer versucht es allein. Wieder im Duell gegen Hefele. Und das wissen die Dresdner natürlich. Der braucht da Unterstützung. Hefele. Und bekommt sie auch. In diesem Fall war es Yannick Müller. Ja.
Stefan Böger, der sortiert in diesem Augenblick die Ansprache hin zum Torschützen, zu Matthias Fetsch. Will den Stürmer möglicherweise aktiver sehen. Stefan Böger, 48 Jahre alt, in Erfurt geboren, bei der BSG Umformtechnik. Erfurt hat er das Fußballspielen erlernt. Jetzt versucht er Dynamo Dresden umzuformen. Natürlich spricht das keiner aus, aber für beide Vereine gilt ein langjähriges Bestehen in dieser dritten Liga. Ist eigentlich nicht möglich. Müller. Wieder dieser lange Ball. Zum vierten Mal bereits versucht er Stefaniak da zu finden. Ganz offensichtlich ein von Böger einstudiertes taktisches Mittel gegen diese Rostocker Hintermannschaft. Zimmer gegen Hefele. Hefele, 1,92 Meter groß. Zimmer, 9 cm kleiner. Aber dasselbe Gewicht. Also der Zimmer, der ist ein Brocken. Er ist natürlich ein guter Mann für diese dritte Liga. Er hat beim 1. FC Kaiserslautern Bundesliga gespielt. Auch schon 9 Jahre her. Unterwegs war er in Saarbrücken. Zimmer ist jetzt nach dem Ausfall von Bickel natürlich die große Hoffnung des FC Hansa. Zusammen mit Stefanovic, zusammen mit vielleicht Blacher. Blacher! Und das gibt jetzt natürlich die erste gelbe Karte. Und zwar zu Recht. Das war ein taktisches Foul. Blacher wäre mit hohem Tempo auf 2 Dresdner Verteidiger zugeeilt. Yannick Müller. Hatte vorhin Glück, dass er die gelbe Karte nicht sieht. Sah hier, erhält er sie zu Recht. Nicht wegen der Schwere des Fouls, sondern wegen der taktischen Absicht. Yannick Müller. Er kann sich dieses Foul leisten. Keinem der jetzt auf dem Platz stehenden droht eine Sperre. Alexander Stefanovic. Normalerweise wäre das auch eine Position für Christian Bickel. Aber jetzt wird der FC Hansa auch bei den Standards etwas ausrechenbarer. Stefanovic wird es machen. Währenddessen Blacher immer noch behandelt wird. Sollte da der zweite Offensivspieler, er fasst sich an den Oberschenkel, sind das die Adduktoren. Eine Verletzung, die bei dieser Kälte häufig auftritt. Das wäre ja unfassbar für den FC Hansa, wenn jetzt auch noch Blacher heraus müsste. Aber erstmal der Freistoß von Stefanovic. Der hat noch kein einziges Tor erzielt für den FC Hansa Rostock. Das wäre mal so eine Situation, aber es könnte natürlich auch, Ruprecht ist vorn und da deutet viele drauf hin, eine Flanke geben. Auf Ruprecht oder Zimmer. Er macht's direkt. Beste Szene des FC Hansa. Stefanovic trifft den Pfosten, als der zum ersten Mal auf den Trainingsplatz kam. Da rieben sich alle verdutzt die Augen. Und sagten, was ist das denn für einer? Was will der denn hier beim FC Hansa mit seinen technischen Möglichkeiten? Und hier deutet er sie an. Alexander Stefanovic, 5-mal hat er Bundesliga gespielt für Werder Bremen.
Alle fünf Spiele allerdings gingen verloren. Rostock, das ist ganz klar, kann für einen wie Stefanovic nur eine Übergangsstation sein. Es sei denn, der FC Hansa schafft es in die zweite Liga. Danach sieht es im Moment nicht aus, auch nicht bei diesem Spielstand. Matthias Fetsch hat mit seinem Kopfball Dynamo Dresden 1:0 in Führung gebracht. Robin Krause gefault von Quirin Moll. Krause, auch er ein gebürtiger Thüringer. Und jetzt Stefanovic. Es war nur eine leichte Berührung am Ende von Hartmann. Und genau das hat Daniel Siebert eben auch nicht bewertet. Sondern den Körpereinsatz von Quirin Moll zuvor. Quirin heißt der Kriegerische. Und genau das zeigt er in diesen Momenten. Quirin Moll. Stefanovic. Hefele. Ecke. FC Hansa Rostock. Sie kommen. Über Standards zurück ins Spiel. Das ist der Weg des FC Hansa Rostock. Direkt vor der eigenen Ultrakurve. Stefanovic. Nochmal Stefanovic, zurückgepfiffen. Robin Krauses Körpereinsatz wird geahndet. Der Ellenbogeneinsatz. Robin Krause, 22 Jahre alt. Müller. Moll. Vorbei an Krause. Dynamo gewinnt nicht viel. Und sie müssen mal wieder offensiv aktiv werden. Eilers. Mal links, mal rechts zu finden. Hat im Moment die Seiten getauscht. Justin Eilers, das ist Müller, der im Vergleich zu den letzten Spielen die Aufbauarbeit übernimmt bei den Dresdnern. Stefaniak, wenn Eilers links steht, dann er jetzt natürlich rechts im Duell gegen Christiansen. In der Mitte vier Dresdner, das können Sie gerade nicht sehen. Hefele, Fetsch, Hartmann und Yannick Müller. Die haben sich jetzt sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv besprochen für einen besonderen Laufweg. Mal sehen, was dabei rumkommt. Stefaniak und Kreuzer beim Freistoß. Stefaniak macht's. Aber damit kann keiner der Genannten irgendetwas anfangen. Der Diskutierclub in der Mitte längst wieder aufgelöst. Brinkis. Stefanovic. Jakobs. Diese halbhohen Bälle über außen. Wer soll die verwerten? Pressing Rostock, Ball zurückerkämpft. Eilers bleibt vorerst auf dieser linken Seite. 10 Tore für Dresden.
das letzte zu Hause. Und doch gab es am Ende gegen Dortmund 2 dieses bittere 1:1. Zum dritten Mal in dieser Saison zu Hause in quasi letzter Sekunde. Also auch Dresden ist mit einer Führung noch nicht abgesichert. Stefaniak! Beste Szene von ihm, von Marvin Stefaniak. Das könnte die Blaupause sein für weitere Dresdner Angriffe. Und da hat der 34er von Dynamo Stefaniak nämlich gesehen, dass er gegen Stefanovic, ein 35er von Rostock, agiert. Und so ist es oft, dass die Genialen in der Offensive defensiv ihre Schwächen haben. Von Stefaniak an dieser Stelle sehr gut ausgenutzt. Marvin Stefaniak, einer, den Böger aus der eigenen Jugend bekommen hat. Stefaniak in der letzten Saison unter Olaf Janssen schon in der zweiten Liga aktiv, 8 Spiele hat er da gemacht. Aber so richtig hereingerutscht in diese Mannschaft ist er eben erst jetzt unter Böger. Ziemer. Sieht immer gefährlich aus, wenn der am Ball ist. Ist nicht der schnellste, aber gute Laufwege. Ein Instinktfußballer. Auf den muss Dynamo Dresden bis zur letzten Sekunde aufpassen. Ruprecht. Immer mit großartigem Einsatz in den letzten Spielen, Steven Ruprecht. Einer der stabilsten in einer schwierigen Rostocker Saison. Jakobs, das war mal gut gespielt, das ist flach. Hartmann. Da befreien. Hefele. Und jetzt ist wieder Platz. Moll. Kreuzer rutscht mit nach vorn. Aber wunderbar aufgepasst von Schünemann. Der Rechtsverteidiger. Eigentlich offensiv gut, der gebürtige Berliner. In dieser Szene kann er das überhaupt nicht zeigen. Fetsch. Hartmann, Eilers, zieht durch, ohne Chance an den Ball zu kommen. Gute erste Hälfte von Dynamo Dresden bis hierher. Aber das hat man in den letzten Wochen oft sagen können. Es geht heute für die Mannschaft von Stefan Böger natürlich darum, eine 1:0-Führung mal ins Ziel zu bringen. Oder aus Sicht der Dresdner noch besser Feuer auszubauen. Zuletzt haben sie viel Energie dann in der Defensive auch im Zeitspiel vertrödelt. Stefaniak. Das ist die Chance und das ist Ruprecht, der da vor Fetsch klärt. Und Dürholz hatte die Riesenmöglichkeit. Der wollte sicherlich aufs Tor schießen, Dürholz. Und dann kommt so eine verunglückte Flanke raus, die Ruprecht klären kann. Moll. Auf Fetsch. Auf Stefaniak. Fetsch, 2:1 Situation, Dynamo Dresden. Fetsch bekommt den Ball zu Eilers. Abseits. Torhüter nicht gezählt.
in keinem Fall der 11. Saisontreffer. Und das war ganz, ganz knapp. Aber Robert Wessel hatte da die Lupe vor den eigenen Augen. Und deshalb diese Entscheidung durchaus vertretbar. Weidlich. Hintenrum zu Brinkis, der schon zwei Bälle hat nach vorne abklatschen lassen. Goldene Torwartregel, kläre zur Seite, damit die nachrückenden Stürmer den zweiten Ball nicht bekommen können. War von Johannes Brinkis, den sie nur Pommes rufen hier in Rostock, zweimal nicht optimal geklärt. Das war's in dieser ersten Hälfte. Da beginnt sie, diese zweite Hälfte und diese 2400. Die hoffen natürlich auf einen neuerlichen Heimauswärtssieg hier in Rostock. Den letzten hat es gegeben im Mai 2006. Damals durch Tore von Bröker, Ulich und Pergel bei einem Rostocker Tor von Arvidsson. 25.000 Zuschauer damals schon in diesem neuen Stadion, in dem der FC Hansa so lange erste Bundesliga gespielt hat. Natürlich hofft dieser traditionsreiche Verein, dahin wieder zurückzukehren. Aber der Weg ist sehr, sehr weit. Dynamo Dresden, das haben Sie an der Reaktion von Ralf Minge im Gespräch mit Tom Scheunemann bemerkt. Sie wollen diesen Fehler nicht nochmal machen, jetzt mit Zeitspiel zu beginnen. Vielleicht an dieses 1:0 zu denken. Weiter wie bisher, offensiv. Nur so lässt sich der FC Hansa hier dann letztlich besiegen. Zu oft hat man negative Erfahrungen gemacht in dieser Saison mit einem vorzeitigen Zurückschalten. Blacher kommt nicht an den Ball, aber es gibt die Ecke. Yannick Müller, einer der beiden Dresdner Innenverteidiger, und der FC Hansa macht jetzt natürlich Tempo. Stefanovic, Ruprecht, von Hartmann gedeckt und es gibt nichts. David Blacher lacht, der Schiedsrichter Daniel Siebert möglicherweise auch. Muss sich Eilers dennoch etwas pfiffiger verhalten in diesem Zweikampf. Wenn er den Ball nicht berührt, dann ist Blachers Forderung nach einem Elfmeter so unberechtigt nicht. Ich sage dennoch, Siebert hat hier richtig entschieden, auch weil Blacher einfach zu spektakulär fiel. Der wollte den Elfmeter und die Absicht war zu leicht zu erkennen. Aber ein klares Zeichen des FC Hansa. Dynamo Dresden kann sich jetzt auf einen Sturmlauf gefasst machen. Aber erstmal das Foul an Eilers. Der jetzt dann nicht zu lange liegen bleiben sollte. Sascha Schünemann hatte ihn unten erwischt. Der 22-jährige Berliner, der Linksverteidiger gegen Eilers, der hier in Dresden ganz sicherlich den Höhepunkt seiner bisherigen Karriere erlebt. Eilers hat es bei so vielen Vereinen versucht, war schon in Goslar komplett abgetaucht. Der Mann, der im Pokal bundesweit für Aufsehen sorgte, als er drei Tore schoss gegen Schalke und Bochum.
Weidlich. Das ist einfallslos, sich so zu befreien. Und Quirin Moll sieht in der Offensive keine Anspielmöglichkeit. Deshalb hintenrum über Benjamin Kirsten, der so gerne und auch so gut mitspielt. Christiansen, zweimal fast am Ball. Jetzt ist da mal Platz. Auf der rechten Seite. Gutes Stellungsspiel von Hefele. Der Ball kommt direkt in die Mitte. Direkt zu ihm. Ziemer im Strafraum. Ziemer! Sie wollen jetzt einen Elfmeter und Hefele muss seine Emotionen da im Griff halten. Einfach weg aus solchen Situationen. Ruprecht sagt, das war ein klares Kopfstoßen von Hefele gegen Julian Jakobs. Achten Sie auf Hefele. Und drückt er noch mal nach. Hefele mit dem Kopf, schwer zu sehen. Ist ein Spieler, der sehr impulsiv zugegen ist, Michael Hefele. Gemeinsam mit Erdmann in den letzten Spielen dieses emotionale Innenverteidiger-Duo bildete. Erdmann mit seiner Nichtmitnahme nach Rostock schon bestraft. Böger will da mehr Ruhe haben. Aber das Spiel nimmt jetzt wirklich Fahrt auf. Stefanovic. Rostock kommt, wie erwartet. Stefanovic auf Jakobs. Kein Abseits, kein Abseits. 1:1, Julian Jakobs. Geniale Vorarbeit. Und jetzt explodiert Rostock. Das erste Saisontor von Julian Jakobs. Letzte Saison 4 Treffer. In dieser wollte ihm nicht sonderlich viel gelingen. Und war es abseits? Nee. Klasse gesehen von Robert Wessel. Und das macht Jakobs, der ja so schnell ist und offensiv gut. Der gebürtige Siegner mit der Pike schnippt er diesen Ball herein. Und dieser Ball ist überragend von Stefanovic. Genau deshalb haben sie ihn geholt. Den kann so kein anderer in Rostock spielen. Dürholz! Klasse, dieser Dürholz! Der ist so aufmerksam in der Offensive. Zum dritten Mal schon holt er sich den zweiten Ball. Im Ergebnis des ersten fiel das 0:1. Im Ergebnis des zweiten vertändelt er eine Riesenchance. Und auch jetzt ist er wieder da, Luka Dürholz. Aber Brinkis kann halten. Was ist denn hier los? Dürholz. Stefaniak. Auf Luka Dürholz. Da lassen sie ihn ganz allein. Und das ist so etwas von ungeschickt von Dürholz in diesem Augenblick. Der ihn einfach umdrückt. Sie sind doch in der 2:1 Situation. Und Sie hören die Pfiffe im Stadion. Zum ersten Mal Pyrotechnik im Dresdner Block. Choreografie im Dresdner Block. Pyro, das wissen Sie, ist verboten.
aber nur eine einzige. Vorsicht! Blacher mit der Flanke, Ziemer mit dem Kopf. Wird ja viel diskutiert über die Pyrotechnik gestern. Vielleicht haben Sie Bilder gesehen in Aue, der erste FC Union Berlin. Dagegen ist der Einsatz der Dresdner. Stefaniak und Brinkis. Bis es hierher, der Einsatz der Dresdner Pyrotechnik. Nicht sonderlich auffällig, aber jetzt gibt es dann doch ein bisschen mehr Feuer. Schade in dieser fantastischen Phase dieses Spiels. Hartmann. Schön durchgesteckt auf Eilers gegen Ruprecht. Der Eilers ist natürlich schneller, aber Ruprecht klärt mit langem Bein. Und hier sehen Sie die Pyrotechnik, die gezündet wurde im Dresdner Block. Jetzt fliegen Geschosse hinüber in den Rostocker Block aus dem Dresdner. Und jetzt könnte es sein, dass Schiedsrichter Daniel Siebert die Sache kurzzeitig unterbricht. Die Rostocker Ultras schieben jetzt hinüber in den Dresdner Block. Die Ordner verschwinden, Polizei rückt an. Ich beschreibe Ihnen das, damit Sie verstehen, was jetzt hier auf dem Rasen passiert. Bilder wollen wir davon nicht zeigen. Keine Öffentlichkeit für die Leute, die hier den Fußball kaputt machen. Rostock hat damit zu kämpfen. Die Bürgerschaft war empört über Schmierereien in dieser Woche, die aufriefen zum Kampf gegen Schwarz-Gelb. Jetzt allerdings, das muss man klar sagen, kommen die Aggressionen aus dem Dresdner Block. Die Rostocker Ultras verhalten sich bis auf vielleicht 20, 30. Die versuchten kurzzeitig in den Dresdner Block zu gelangen. Bis hierher im Stadion wohlgemerkt. Absolut ordentlich. Die Aggression bis hierher kam deutlich von ihnen, von Dresdnern, schwarz gekleidete am Fuße des eigenen Fanblocks, haben die Pyrotechnik entzündet. Und Sie sehen, das Feld inzwischen geräumt von Daniel Siebert, der jetzt natürlich aus den Katakomben verfolgen wird, wie sich die Dinge hier auf den Rängen weiterentwickeln. Im Moment ist Ruhe. Keine Pyrotechnik mehr gezündet. Die Nebelschwaden verziehen sich langsam. Die Rostocker Fans sind in ihren Block zurückgekehrt. Das alles beim Stand von 1:1 zwischen dem FC Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Die Führung der Dresdner ausgeglichen in dieser zweiten Hälfte. Und auf dem Platz die Dresdner Ersatzspieler. Silvano Comvalius dreht sich da, macht sich warm. Könnte noch kommen. Der Mann, der heute vertreten wurde durch Matthias Fetsch. Fetsch, der dieses 0:1 erzielt hatte in dieser ersten Hälfte. Dynamo Dresden hatte viele gute Möglichkeiten, auch im Ansatz. Aber am Ende, und das ist das Bittere für die Mannschaft von Stefan Böger, konnten sie ein 1:0 bis hierher jedenfalls wiederum nicht verteidigen. Und deswegen zeigt die große Anzeigetafel hier in Rostock
das 1:1 an. Diese Provokationen, sie sind mehr als unnötig. Wir haben in der Redaktionskonferenz im Hinblick auf dieses Spiel natürlich viel darüber gesprochen, was hier alles passieren kann. Florian Weichert, der einst für beide Vereine spielte, hier in Rostock in der Bundesliga, dann später für Dynamo Dresden, der erinnerte sich, dass früher die Fans hier gemeinsam baden gegangen sind zwischen die Dresdner und die Rostocker in Warnemünde. Zeiten, die leider, leider lange her sind. Das Spiel hat Spaß gemacht in dieser zweiten Hälfte. Was war hier los? Es ging hin und her. Und jetzt wird es unterbrochen durch unnötige Aktionen, die den Fußball letztlich beschädigen auf beiden Seiten. Es gibt Bewegung in den Katakomben. Zeit für uns allerdings nochmal auf beide Tore zu sehen. Wunderbar, wie Dürholz hier den zweiten Ball sich angelt von Brinkis. Wunderbar seine Flanke und Fetsch dann vor Ruprecht am Ball. Und dieser Pass von Stefanovic, brillant, genial. Und Jakobs dann mit der rechten Pike vorbei an Benjamin Kürsten. Hinein ins Tor, sein erstes für den FC Hansa Rostock. Dort hinten am Spielertunnel gibt es jetzt Bewegung. Kommen die Mannschaften zurück. Erteilt Daniel Siebert das Kommando. Er allein, der Schiedsrichter, hat hier die Verantwortung. Er muss entscheiden, ist die Sicherheit für dieses Spiel gewährleistet? Und wenn ja, dann kann er die 22 Spieler nach dieser Unterbrechung wieder auf den Platz zurückholen. Und Tom Scheunemann, der steht direkt da unter am Spielertunnel und hat vielleicht neue Informationen. Tom, bitte. Ja, Ike, liebe Zuschauer, ich stehe hier quasi im Sicherheitsbereich, direkt am Spielertunnel. Die Lage hat sich noch nicht beruhigt, wie wir ja gerade auch schon gesehen haben. Momentan sitzen der Schiedsrichter und auch die Geschäftsführer beider Vereine zusammen und überlegen, wie es jetzt hier weitergehen soll. Es heißt, in ein paar Minuten, wenn sich die Lage weiterhin beruhigt, soll es dann auch weitergehen. Sagen kann uns hier keiner richtig etwas. Es geht alles nur darum, dass sich die Situation hier ein bisschen beruhigen wird. Und ja, ich habe mit Sebastian Pelzer eben noch mal so ein bisschen gesprochen darüber. Wir haben ihn ja vorhin in der Halbzeitpause gehabt. Er hat auch gesagt, es ist einfach unfassbar, dass die Fans immer dieses Fußballspiel benutzen müssen, um es am Ende natürlich auch kaputt zu machen. Und jeder kennt vielleicht noch aus den früheren Jahren, liebe Zuschauer, die Älteren werden sich erinnern, die Fanfreundschaft zwischen den Lagern Hansa Rostocks und Dynamo Dresdens. Damals ging diese Fanfreundschaft 1988 zu Ende bei einem Spiel der beiden, das Dynamo Dresden 5:0 gewonnen hat. Ronny Teuber, ehemaliger Hansa-Torhüter, war damals im Tor. Und er bekam nach dem Spiel von Hansa-Fans eine Backpfeife verpasst. Und das hat die Dynamo-Fans so aufgeregt, dass es vor dem Stadion zu wüsten Prügeleien kam. Das nennt man den Sargnagel auf die Fanfreundschaft. Und heute haben einige Fans in Warnemünde, einige Dynamo-Fans, ganz normal, ganz friedlich einfach ein paar Fotos machen wollen. Und dann kam auch gleich die Polizei an und es waren alle ein bisschen sensibilisiert natürlich und haben dann unter Polizeischutz ein Foto am Leuchtturm in Warnemünde schießen dürfen. Also die Situation noch ein bisschen undurchsichtig hier auf jeden Fall. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Auf jeden Fall warten wir natürlich. Ich gucke noch mal ganz kurz rein hier in die Sicherheitszone. Dort, ja, die ersten Dynamo-Spieler zum Warmmachen sind schon wieder auf dem Platz. Also ich denke mal, es wird in wenigen Minuten weitergehen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, können wir mal ganz kurz rüberschalten. Ja, und zwar zum Spiel des Halleschen FC gegen Osnabrück. Auch eine ganz interessante Begegnung. Wir sind natürlich gleich wieder hier, wenn es weitergeht. Aber ich rufe erst mal unseren Reporter dort vor Ort. Thorsten Püschel, bitte. Die Kurve ist da.
Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Halle im Erdgas-Sportpark beim Spiel des Halleschen FC gegen Osnabrück. Das ist der Torhüter des Halleschen FC, das ist Lukas Königsdorfer. Der hat eben gerade zum ersten Mal in diesem Spiel hinter sich greifen müssen. Aber der HFC, er führt dennoch, weil in der ersten Halbzeit zwei Tore für Halle gefallen sind. Beide nach Standards, die Hallenser im gewohnten Rot-Weiß, Osnabrück in Lila-Weiß. Maximilian Jansen mit der 22 im Duell mit Tobias Villers, der Innenverteidiger, den Sie sicherlich noch kennen. Und jetzt kommt Ihr bester Torschütze, der nicht aufgelaufen ist in der Startelf. Das 1:0, Eckball von Gogia und Engelhardt mit seinem ersten Tor für den HFC. Und ebenfalls nach einem Standard wieder Gogia und Tim Kruse, der Kapitän, verlängert ins lange Eck. 2:0. Das der Halbzeitstand. Und hier dieser direkt verwandelte Freistoß von Massimo Ortatelli nach 65 Minuten. Direkt vorausgegangen diesem Freistoß war ein Foul, was gelbwürdig war für Dominik Rau. Und es war bereits seine zweite gelbe Karte. Das heißt, der HFC seit ein paar Minuten auch nur noch zu zehnt. Ein Doppelschlag. Erst einen Spieler verloren und dann auch den Anschluss kassiert. Mal schauen, wie die Hallenser das wegstecken können. Bislang, vor allem in der ersten Halbzeit, war das ein großartiges Spiel der Hallenser, die eine eklatante Heimschwäche haben. Erst 5 Punkte in dieser Saison zu Hause gewonnen. Erst einen einzigen Sieg. Das allerdings passierte gegen den damaligen Tabellenführer, gegen Wien Wiesbaden. Banovic kann stören. Fugelholm, auch er mit zwei guten Chancen, bekommt den Pfiff. Timo Fugelholm, der Finne, der ja schon seit Ende August auf einen Torerfolg wartet. Tobias Villers, die Aktion. Euer Fernandes, der Kapitän, Entschuldigung, der Torhüter. Er belässt es bei einer Ermahnung. Mike Walpurgis, der Trainer des VfL Osnabrück. Furon beschwert sich, sagt, ich wäre da durch gewesen und er bekommt keine Karte. Und vorhin Raum mit der zweiten Gelbe muss vom Feld. Das provoziert natürlich jetzt hier die Schieberrufe der Zuschauer im weiten Rund. Engelhardt sucht Tim Kruse. Frankie Simbolo orientiert sich nach vorne, eben das war Adi Wakumenga. Gogia attackiert. Dercio, der Kapitän der Osnabrücker, mit dem Einwurf. Natürlich spüren sie jetzt da draußen auf den Rängen, dass das eine ganz enge Geschichte werden kann noch. Villers mit dem total verunglückten Ball. Zwölf Minuten und 10 Sekunden hat die Auszeit gedauert, die Daniel Sieber diesem Spiel gezwungenermaßen geben musste. Alle auf dem Rasen, alle Ordnungskräfte haben hier sehr, sehr weise und ordentlich agiert. Kompliment auch an die Polizei, die größere Ausschreitungen hier im Stadion verhindert hat. Und jetzt geht es hoffentlich ganz, ganz regulär zu Ende nach Ausschreitungen, die ihren Ausgangspunkt im Dresdner Block nahmen. Dort wurde Pyrotechnik gezündet und in den Ultrablock der Hansa-Fans hineinkatapultiert. Jetzt aber Konzentration auf dem Sport. Es steht 1:1. Sie haben die Tore kurz vor der Abgabe nach Halle gesehen. Alles, was dort beim HFC passiert, natürlich nachher in Sport im Osten. Hartmann mit der Kopfballchance. Johannes Brinkis ist da. Konzentration auf hoffentlich eine stimmungsvolle letzte halbe Stunde in diesem Spiel. Diese zweite Hälfte hat
unfassbar aufregend begonnen mit dem Höhepunkt, dem Tor von Julian Jakobs zum 1:1 für den FC Hansa. Auf den Rängen, das darf ich Ihnen zumindest schildern, alles wieder ruhig, beide Fanlager in ihren Blöcken. Von dieser Seite aus kann es hier weitergehen. Da ist der Torschütze, da ist Jakobs. Und zum dritten Mal fordert Rostock hier 11 Meter. Und zum dritten Mal sagt Siebert nein. Der Arm leicht aufgelegt von Kreuzer. Aber die Schiedsrichter zur Veranschaulichung sind angehalten, 11 Meter nur in absoluter Klarheit zu pfeifen. Und diese Klarheit, die bestand hier für Daniel Siebert ganz offensichtlich nicht. Ich kann ihm da folgen. Aber auch diese Szene, ein Beleg dafür, dass der FC Hansa verändert zurückgekommen ist in diese zweite Hälfte. Stefanovic mit dem Kopf, muss sofort normalerweise gespielt werden, dieser Ball von Blacher, der verzögert und dann ist die Chance vorbei. Kein Lernprozess bei Blacher. Diese Szene hat es in dieser Art ja schon in der ersten Hälfte gegeben, als Ziemer den Ball nicht bekam. Stefanovic sucht wie immer Ruprecht. Bei diesen Ecken den größten Rostocker. Und der Ball kommt dann immer auch in seine Nähe. Das ist die Qualität eines Alexander Stefanovic. Eilers. Fetsch ganz zurückgezogen. Stefaniak. Stefaniak. Das ist gut gemacht. Vrsogic. Klasse Flanke. Rostocker Innenverteidiger sind groß. Quirin Moll. Noch kein Tor. Der 23-Jährige, immer begleitet von seinem Vater Wolfgang. Das hier ist Vrsogic, der Linksverteidiger von Dynamo Dresden. Der sich hier schön einschaltete. Und genau das erwartet Stefan Böger von seiner Mannschaft. Druck aus allen Teilen. Auch die Außenverteidiger sind aufgefordert. Kreuzer, der hier den Einwurf ausführt, und Vrsogic auf der anderen Seite. Das ist ein taktisches Foul, ganz klar, und deshalb gelb. Es war das erste Mal. Egal, spielt keine Rolle für Robin Krause. Die Aktion galt nur von Robin Krause dem Gegner, galt nur der Zerstörung des Aufbauspiels von Dynamo Dresden. Hier greift er zu gegen Dürholz und das ist eine gelbe Karte. Hefele, Fetsch, Bjolz, wieder Fetsch, Matthias Fetsch, Stefaniak, Fetsch, dürfen da kombinieren, Fetsch, und das ist das Tor für Dynamo Dresden. Warum geht denn da keiner hin, fragt man sich. Natürlich unglücklich für Brinkis. Matthias Fetsch mit seinem zweiten Tor. Und der Ball, er wurde abgefälscht von Steven Ruprecht. Das werden wir jetzt gleich sehen in den Zeitlupen. Aber viel zu leicht können die Dresdner da kombinieren. Und jetzt Ruprecht mit der Schulter. Zieht noch ein bisschen weg vielleicht, weil er natürlich einen Handelfmeter befürchten muss, Steven Ruprecht. Und so hat Brinkis ja überhaupt keine Chance. Der Treffer allerdings muss ihm gut geschrieben werden, denn es war ja keine gezielte Aktion von Ruprecht, nur abgefälscht. Und deshalb
Dritter Saisontreffer für Matthias Ritsch. Aber das war natürlich eine komplette Auszeit der Hansa-Defensive. Fünf Spieler sehen Stefaniak und Fetsch dazu. Keiner greift ein. Und so führt Dynamo Dresden in Rostock mit 2:1. Wenn Sie die Leistungen der Spieler, beispielsweise eines Matthias Fetsch oder aber auch der Hansa-Innenverteidigung dieser Szene bewerten wollen, dann tun Sie das gern auf mdr.de. Spielerzeugnis. Sie kennen das. Lacher mit Tempo, Stefanovic. Dynamo Dresden bekommt zum zweiten Mal die Führung hier in Rostock, fast geschenkt. Können die Dresdner auf Tabellenplatz 11 das diesmal nutzen? 28 Punkte stehen für Dynamo Dresden. Es könnten heute 31 werden. Und damit auch wieder der Sprung in die erste Tabellenhälfte. Stefaniak zum Ball. Vrsogic ist am Ende reingesprungen. Marvin Stefaniak riskiert die Verletzung des Gegenspielers. In dem Fall ist das der eingewechselte Martin Pett. Und deshalb die gelbe Karte für Stefaniak. Daniel Siebert. Gefällt mir gut, der Schiedsrichter. Und da geht es nicht darum, ob der Stefaniak hier an dieser Stelle den Ball spielt. Den erwischt er natürlich zuerst, aber da steht ja der Fuß von Pett. Und deshalb ist das gelb. Ruprecht, Stefanovic. Hansa hat sich die Mühen, diese gute erste Viertelstunde, selbst zerstört. Weidlich, Christiansen, Pett. Gut gespielt auf Jakobs. Der dreht heute auf, Julian Jakobs. Sehr, sehr auffällig. Ist nach vorn gerückt. Nach der Verletzung in der ersten Hälfte von Christian Wickel. Pett sichert ihn nach hinten ab. Heilers ungeschickt. Stefanovic. Weidlich, wo ist die Lücke? Dynamo Dresden momentan mit Quirin Moll und Hartmann sehr gut sortiert. So startete die Mannschaft ja in diese Saison auf der Doppel-6. Damals Christian Fjell noch verletzt. Und auf dieses Duo greift Stefan Böger jetzt zurück. Und auf dieses Duo kommt es natürlich an. Auf ihn unter anderem, auf Quirin Moll, der hier gefoult wurde von Max Christiansen. Christiansen wird gejagt. Der 18-Jährige, der von Holstein Kiel kam, Vater Sven Christiansen, spielte einst in seiner Geburtsstadt beim TSB Flensburg. Juri Schlünz hat ihn einst hierher gelotst, nach Rostock, den Christiansen. Hatte eigentlich einen Kumpel gescoutet. Und dieser Christiansen hat schon Erfolge gefeiert mit Roland Kroos unter dem Trainer. Genau, das ist der Vater vom Weltmeister von Toni Kroos. Achtung, Dynamo Dresden mit Kreuzer. Der Vater von Weltmeister Toni Kroos, also ist hier Jugendtrainer und hat die U19 des FC Hansa eben mit jenem Max Christiansen hineingeführt ins Finale um die deutsche Meisterschaft.
Da gab es in diesem Jahr dann allerdings eine Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Also die Nachwuchsarbeit des FC Hansa, die funktioniert. Das kann man von der ersten Mannschaft im Moment nicht sagen. Wohl aber von Stefanovic, der wieder auffällig ist. Ziemer. Jakobs setzt sich durch. Spiel geht weiter. Jakobs aus dem Tritt. Ball war im Aus in der Luft. Deshalb Abstoß Dynamo Dresden. Julian Jakobs mit einer seiner besseren Partien. Hier beim FC Hansa Rostock. Nach vorn geschoben von seinem Trainer, von Peter Vollmann, der in den 80er Jahren selbst zweite Bundesliga gespielt hat bei Rot-Weiß Lüdenscheid. Der mit Stefan Beinlich damals den Neuaufbau des FC Hansa anpackte. Der gelang mit einem Aufstieg in die zweite Liga. Aber unterwegs sind sie schon wieder abgestiegen. Und jetzt reagiert Vollmann. Und bringt Kucukovic. Kucukovic kommt hinein ins Spiel für den möglicherweise verletzten Martin Pett. Denn Pett kam gerade erst rein ins Spiel. Könnte allerdings auch eine taktische Änderung sein. Denn Vollmann löst somit die Viererkette auf. Und setzt Kucukovic natürlich in die Offensive. Kucukovic neben Marcel Ziemer. Martin Pett also nicht wegen einer desaströsen Leistung ausgewechselt, sondern eher aus taktischen Gründen, die durchaus nachvollziehbar sind. Fetsch. Matthias Fetsch. Das war die schlechteste Lösung. Ziemer. Moll passt auf. Wieder Fetsch. Auf Stefaniak. Der wird jetzt hinterlaufen von Vrsogic. Wartet er so lange. Stefaniak hat die Möglichkeit, nach innen zu ziehen. Marvin Stefaniak, das war gut gemacht vom 19-Jährigen, der von Dresden Nord einst nach Dresden kam und der mit der U19 den Aufstieg geschafft hat in die Bundesliga. Wirkt ein bisschen überspielt nach dem guten Auftakt in dieser Saison. Jetzt ist er aber wieder da mit einer guten Leistung heute, Marvin Stefaniak. Vrsogic. Martin Pett, auch diese Information kommt von Tom Scheunemann, sitzt frustriert auf der Bank, ist nicht angeschlagen. Also tatsächlich ein taktischer Wechsel, aber so sehr Martin Pett auch frustriert sein mag, den kann man durchaus nachvollziehen. Es ist eine taktische Umstellung, die sich jetzt hier hinten in der Dreierkette, das kann man gut sehen, ausdrückt. Weidlich auf der rechten Seite. Ruprecht in der Mitte und ganz links dann Schünemann. Das reicht aus, um Dynamo Dresden im Moment zu verteidigen. Gelb für Hefele. Im Zweikampf gegen Kucukovic. Dieser Kucukovic, ebenso ein Brecher wie Ziemer. Und Kucukovic hat sich jetzt möglicherweise revanchiert. Hat das irgendjemand gesehen? Hefele jedenfalls ist zu Boden gegangen und hält sich da den Mittelpunkt seines Körpers. Kreuzer fragt,
Haben Sie es gesehen, Schiedsrichter? Und jetzt fallen Sie da alle, auch Kucukovic, ein bisschen lächerlich, ein bisschen Slapstick. Kucukovic und Stefanovic sind jetzt ebenfalls umgefallen. Aber getroffen wurde möglicherweise nur Hefele. Keine Ahnung, ob das irgendeine Kamera jetzt eingefangen hat. Passierte alles natürlich weit weg vom Geschehen, weit weg vom Freistoß. Beide Assistenten sind jetzt mit auf dem Rasen, werden sich jetzt besprechen mit Schiedsrichter Daniel Siebert. Aber offensichtlich hat niemand genau gesehen, was da passiert ist. Diese Bilder sind natürlich etwas spät, denn da lag Hefele schon. Und jetzt Achtung da hinten. Rechts oben am Bildrand. Kucukovic mit der linken Hand. Es war kein schwerer Schlag. Kreuzer schubst ihn dann weg. Nochmal Achtung, hier ist es schon passiert. Also viel Aufregung. Hefele steht wieder, es kann weitergehen. Siebert bringt Ruhe rein. Kann man so machen. Kucukovic hat schon 3 Tore erzielt in dieser Saison. Alle zuletzt am 16. Spieltag hier gegen Osnabrück. Kurz vor Schluss 2-mal getroffen. Dann bei diesem 4:1 gegen Stuttgart 2. Also der ist wieder torgefährlich. Kucukovic. Wird das noch eine gute, heiße halbe Stunde? Ruprecht mit dem Kopf. Und da ist Julian Jakobs, hätte beinahe den zweiten Doppeltorschützen gegeben. Aber Benjamin Kürsten, sehr, sehr aufmerksam. Hat man schon oft gesehen in diesem Spiel. Der rückt genau im richtigen Augenblick raus. Hier, Kürsten ist da. Jakobs gelingt sein zweiter Treffer nicht. Fetsch ist das zuvor für Dynamo Dresden gelungen. Ecke Stefanovic. Kürsten mit der Faust dran. Stark geklärt von Benjamin Kürsten. Türholz. Hier ist Dampf drin. Hier ist viel Dampf drin. Ein Fußballspiel, wie wir es erwartet haben, von dieser 12-minütigen Unterbrechung zu Beginn der Halbzeit 2-mal abgesehen. Und das gibt den Platzverweis für Robin Krause. Sie spielen dieses Spiel, der FC Hansa, jetzt mit 10 Mann zu Ende. Er hatte gelb gesehen, Robin Krause, jetzt gelb, rot und das zu Recht. Mit offener Sohle gegen Hartmann, nachdem er schon gelb hatte. Robin Krause muss vom Platz. Ist das bitter für Peter Vollmann. Erst verliert er Christian Bickel, jetzt Krause. Und er ist natürlich frustriert. Und das ist eine gelbe Karte. Im Mittelfeld. Warum macht er das? Er ist ein Kämpfer, er ist ein Wühler. Er kommt über die Athletik, Robin Krause, der gebürtige Jena. Aber hier hat er etwas überzogen und muss somit vom Platz. Robin Krause, der einst vom FC Carl Zeiss im Jahr 2010 hierher kam, in die B-Jugend des FC Hansa Rostock. Und jetzt wird das natürlich ganz, ganz schwer für die Mannschaft von Peter Vollmann. Hartmann. 4-gegen-4 Situation. Jetzt 5-gegen-4. Stefaniak. Stefaniak macht's allein. Hat einen guten Linken, hat so sein erstes und bisher einziges Tor erzielt in dieser dritten Liga. Hartmann. Hartmann hat mit seinem Schuss aus ähnlicher Position die Führung von Dresden vorbereitet. Der darf mal was riskieren. Stefanovic. Blacher zieht den Freistoß gegen Hartmann. Auch dieser Pfiff in Ordnung.
Und das ist in jedem Fall gefährlich. Mit Kucukovic vorn drin, mit Zimmer und natürlich auch mit Ruprecht. Also die körperliche Überlegenheit ist jetzt auf Seiten der Rostock. Und Stefanovic, der kann Freistöße. Ball kommt, Hefele. Jakobs auf Ruprecht, der ist da gleich vorn geblieben. Setzte sich allerdings zu sehr mit dem Oberarm, mit dem linken ein. Deshalb Freistoß für Dynamo Dresden und jetzt die Möglichkeit, einen Wechsel vorzunehmen für Stefan Böger. Das ist schon eine Weile angezeigt. Yannick Müller steht wieder. Aber Stefaniak, das sehen Sie, muss runter und er kommt, Christian Fjell. War relativ überraschend, dass er nicht von Beginn an auf den Platz kam. Nächste Rudelbildung. Stefaniak hatte natürlich gesehen, dass er ausgewechselt werden sollte und hat sich ganz nach rechts auf den Platz verkrochen, um etwas Zeit zu sparen. Jetzt nochmal der Applaus. Tempo, mit dem er den Platz verlässt, ist allerdings in Ordnung. Und jetzt also Christian Fjell. Einer, der mit seinen spielerischen Möglichkeiten, der Ex-Bundesligaspieler, hier auch nach vorn etwas eröffnen kann. Christian Fjell, jetzt zentral hinter den Spitzen Fetsch. Und Luka Thürholz rutscht etwas raus aus dem Zentrum auf die linke Seite. Spielerischer Moment durch Böger ganz eindeutig gestärkt. Fjell, der sich ja so wohl fühlt, Christian Fjell, auch einer für die Freistöße. Versockic fragt, soll ich ihn machen? Nee, nee, der ist bei mir, sagt der 34-Jährige, der sich so wohl fühlt in Dresden. Sein Sohn geht dort zur Schule, ist mit dem Luftdruck nicht ganz einverstanden. Bevor dieser Wechsel kommt von Srebeni, allerdings noch der Freistoß mit Christian Fjell. Hartmann ist in der Mitte, Fetsch auch. Aber der Ball kam natürlich viel zu flach und das ist ein Foul. Stefanovic. Oh, ist das gut gemacht von diesem Stefanovic, selbst wenn er den Ball hier mal verliert. Hin und wieder übertreibt er das Dribbling. Jetzt braucht der FC Hansa allerdings seine Einzelaktionen mit einem Mann weniger. Virgic, Ruprecht, Christiansen, verfolgt von Fjell. Christian Fjell, der ist ausgebufft. Christian Fjell macht das sehr stark. Genau für diese Momente auch einmal Ruhepunkte zu setzen, hat ihn Böger jetzt ins Spiel gesetzt. Das natürlich in diesen letzten Minuten, in diesen letzten 10 noch mal hektisch werden kann. Hefele. Stefanovic mit sehr viel Platz. Pirin Moll nimmt sich seine an. Jetzt der Wechsel beim FC Hansa. Daniel Siebert hat seinen Assistenten Robert Wessel gesehen. Und der Torschütze geht herunter für Srebeni. Julian Jakobs, beinahe hätte er zum zweiten Mal getroffen, holt sich Glückwünsche ab für ein durchaus gelungenes Spiel. Jetzt also Dennis Srebeni in dieser Partie. Freistoß wird wiederholt. Srebeni, gebürtiger Berliner, hat bei Tennis Borussia gespielt. Hertha Zehlendorf. Jetzt seine zweite Saison beim FC Hansa, hat in dieser Saison einmal getroffen mit dem Kopf
Sribeni. Es wäre für den FC Hansa jetzt die perfekte Moment. Diese Freistöße von Stefanovic, die müssen sie möglichst verhindern, die Dresdner. Das wäre ein Trauma, wenn sie jetzt hier gegen 10 Rostocker diesen Sieg noch verspielen sollten. Kucukovic schön raus. Rostock macht Druck. Abseits. Dynamo Dresden benötigt Entlastung. Die Aufgabe für Elf Dresdner kann jetzt nur lauten, abseits von zwei Rostockern deutlich zu erkennen. Die Aufgabe kann jetzt nur lauten, Ball mal in die eigenen Reihen befördern und dann halten. Nicht so schnell abgeben wie in dieser Szene. Fjell. Dürholz. Luca Dürholz gegen Weidlich. Könnte seine letzte Aktion sein. Oder vielleicht auch die von Matthias Fetsch. Genau so ist es. Dürholz geht runter. Und es kommt Silvano Comvalius, der sich lange heute warm gemacht hat. 5 Tore hat er erzielt, Comvalius. Zuletzt allerdings nicht mehr so treffsicher. Und er hat wieder ein gutes Spiel gemacht, Luca Dürholz. Vor allen Dingen die zweiten Bälle geholt in der Offensive. Jetzt also Comvalius. Und der wird natürlich jetzt die zentrale Position übernehmen. Fetsch dagegen rutscht etwas ins Mittelfeld zurück. An die Seite von Fjell in der Offensive. Wenn Sie, liebe Zuschauer, zu Hause jetzt die beliebte Sendung vor Ort um 4 erwarten, dann, das können Sie sehen, gedulden Sie sich einen kleinen Moment. Wenn dieses Spiel vorbei ist, gehen wir direkt zu vor Ort um 4. Sie verpassen nichts, auch nicht hier bei diesem Kracher. FC Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden 1:2. 10 Rostocker bemühen sich um den Ausgleich und sie tun das mit sehr viel Leidenschaft. Dynamo Dresden hat dieses Spiel noch lange nicht gewonnen. Fjell. Comvalius, Kreuzer. 2-gegen-2 Situation. Eilers und da kommt auch noch Fetscher ran. Was macht Kreuzer? Versucht sich durchzusetzen. Holt zumindest den Freistoß heraus. Und jetzt gibt es die gelbe Karte gegen Steven Ruprecht. Taktisches Foul. So die Analyse von Daniel Siebert. An dieser Stelle vielleicht etwas hart, denn die Rostocker wollten überhaupt gar keinen Pfiff erkannt haben. Gar kein Foul. Übersetzer. Das ist eine Kann-Kann-Situation. Freistöße jetzt bei Christian Fjell. Ein Spanier, hat keinen deutschen Pass. Irgendwie komisch. In Baden-Württemberg geboren. Jetzt sein Freistoß, jetzt das Tor von Fetsch. Was für ein Spiel ist das von Matthias Fetsch. Sein dritter Treffer in Rostock. Und er macht jetzt hier den Deckel drauf. Ruhe im Dresdner Block, Ruhe im Moment auch im Stadion. Denn Matthias Fetsch macht hier das 3:1. Und jetzt sind die Dresdner da mit dem Ruf Auswärtssieg. Laufweg von Fetsch unbeobachtet. Keiner ist bei ihm. Und dieser Kopfball ist dann nicht zu halten für Brinkis. Die Einwechslung von Fjell hat sich in jedem Fall gelohnt.
wunderbar diese Hereingabe. Im Mai 2006 siegte Dynamo Dresden hier 3:1 zum letzten Mal. Genauso steht es jetzt wieder für die Mannschaft von Stefan Böger. Und er kann diese letzten Minuten jetzt etwas ruhiger angehen. Nach diesem späten 1:1 gegen Dortmund 2, diesem späten 1:1 bei den Stuttgarter Kickers oder gegen die Stuttgarter Kickers, gegen Mainz 2. Diesmal bringt Dynamo Dresden, so hat es den Anschein, eine Führung auch nach Hause. Er ist nach wie vor wertvoll, der Mann mit der 40, Christian Fjell. Hat ja keine guten Erinnerungen, der Fjell, an Duelle gegen Hansa Rostock 2010-11. In dieser Saison verletzte er sich schwer in diesem Duell. Mal eine andere Variante von Stefanovic, prompt wird es gefährlich. Auf Zima gespielt und Kutschukovic, der den Ball hier fast noch reingechippt hätte. Der Zehner des FC Hansa, Mustafa Kutschukovic. Nochmal Fetsch, nochmal Komvalius, nimmt sich viel Zeit, zu viel. Hat keinen linken, der Komvalius, und deshalb mit der rechten Pike. Und jetzt gibt's zur Beruhigung auch für Dynamo Dresden nochmal die gelbe Karte für den dreifachen Torschützen in seinem besten Spiel für Dynamo, für Matthias Fetsch. Sechsmal hat Dynamo Dresden nicht gewinnen können in der dritten Liga. Der letzte Sieg datiert vom 27. September. Es war dieses 1:0 gegen den Chemnitzer FC. Heute könnte es für Dynamo wieder mal einen Sieg geben, der so wichtig wäre. Stefan Böger hat das Ziel bis Weihnachten klar definiert. Wir wollen irgendwie vorn dran bleiben, um vielleicht in der Rückrunde dann angreifen zu können. Keiner drückt das öffentlich aus, natürlich nicht, aber die zweite Liga spukt natürlich herum. Der direkte Wiederaufstieg in den Köpfen der Dresdner. Justin Eilers. Kreuzer, Niklas Kreuzer, Fjell, klasse gespielt auf Komvalius, jetzt muss er schneller sein, ist er nicht, vorbei an Weidlich, nicht an Brinkis. 3,5 Minuten noch, denn 3 Minuten ist die Nachspielzeit festgelegt von Schiedsrichter Daniel Siebert. Blacher. Dynamo Dresden hat noch eine Möglichkeit zu wechseln. Stefan Böger wird sie ausspielen, um hier weitere Zeit von der Uhr zu nehmen. Und der FC Hansa tut sich schwer, jetzt einen konstruktiven Angriff aufzubauen. Dresden ist dem vierten Tor näher als Hansa dem zweiten. Fetsch. Vlasovic. Fjell. Jetzt lassen sie den Ball in Ruhe laufen, selbst wenn dieses finale Zuspiel dann nicht funktioniert. Kutschukovic, Stefanovic, Kutschukovic, wieder Fjell. Die Reife eines Christian Fjells ist spürbar in diesem Moment. Das ist Kirin Moll, der wird ganz sicher jetzt nicht ausgewechselt werden, sondern es ist Justin Eilers, der den Platz verlassen muss für Dominik Baumann. Eilers heute mal ohne Tor. Das erlebt man selten. Er, der zuletzt per Kopf traf gegen Dortmund 2.
heute nicht so auffällig, aber das ist ja das Gute für die Mannschaft von Stefan Böger. Darüber wird er sich freuen, dass er eben von einem Matthias Wetsch heute so perfekt ersetzt wurde als Torjäger. Jetzt also Dominik Baumann drin im Spiel, kann froh sein, wenn er noch einen Ball berührt. Weidlich. Hoch rein, anders geht's jetzt nicht mehr für Hansa. Nochmal der Versuch, einen Elfmeter rauszuholen. Von Blacher. Ist wieder gescheitert. Und jetzt sind es nur noch 60 Sekunden. Dynamo Dresden führt mit 3:1. Benjamin Kirsten lässt sich alle Zeit. Damit sollte Dynamo den vierten Auswärtssieg in dieser Saison einfahren. Den achten insgesamt. Wenn die vielen Unentschieden nicht wären, Dynamo Dresden könnte deutlich besser dastehen. Und Daniel Siebert erkennt, der FC Hansa hat hier wenig Chancen, wenig Möglichkeiten. Er ist der strahlende Mann des Tages, der Held Matthias Wetsch.